Wir wissen jetzt, dass alles, was in der Zeitung kommt, gelogen ist und die Wahrheit einfach totgeschwiegen wird. Das heißt, dass wenn Schweizer Polizisten wirklich rebellieren würden, es nicht mal in der Zeitung kommen würde. Diese sich als nette Polizisten verkaufende Gruppe nennen sich Wir für euch, was eine neue Variante ist für Polizist, dein Freund und Helfer. Und sie gebrauchen das Internet, um sich nahe zu Volk zu verschaffen, weil eben das Volk die sozialen Medien auch gebraucht. Hier können Sie alles lesen. Also steckt hier eine ausgeklügelte Psychologie von Experten in der psychologischen Kriegsführung dahinten, was im Fachjargon einen PSYOP genannt wird. Schreibt man sie auf ihrer Webseite wirfüreuch.ch, dann kriegt man nicht mal eine Antwort, obwohl es da groß geschrieben steht, du bist nicht alleine. Einen vielversprechenden Werbespruch, der also mindestens ein oder zwei Antworten verspricht. Leider steht man nach aller Mühe noch immer alleine da. Ja, wieder mal angelogen von den Behörden, denkt man sich. Oh ja, der Händedruck in einem Adelswappen übrigens ist ein Zeichen der Freimaurer, wovon es sehr viele gibt bei der Polizei. Und mit Recht, weil es geht hier um die professionelle Auswertung durch ein Team von Psychologen, Psychiater und Soziologen im Auftrag der Behörden in Zusammenarbeit mit ihren Medien, die dich unter falschen Versprechungen in die Falle gelockt haben. Tatsache, statt etwas für das eigene Volk zu tun, wollen die Pharaonenbehörden nochmals 10.000 Afghanen in die Schweiz importieren, damit du dich nicht alleine fühlst. Ach so, das hat also Wir für euch damit gemeint auf ihrer Webseite mit Du bist nicht alleine. Wenn ich aber Islamisches Emirat von Afghanistan auf Englisch geschrieben in der Google-Übersetzung tue und auf Pashto in die Afghanensprache übersetze und dann den Afghanenspruch in YouTube reintue, dann sieht man da überall glückliche Afghanen, die die Taliban als Helden und Retter der Nation verwillkommen. Ach du Lieber, werden denn da keine Frauen jetzt vergewaltigt, gesteinigt und auf dem nackten Arsch ausgepeitscht, wie alle westlichen Medien uns das vorkauen? Nein, gar nicht. Der Einmarsch der Taliban verläuft total ohne Blutvergießen. Schaut euch meinen Film Das Schweizer Biest, Basislager des Teufels an, um unsere Pharaonenherrscher besser zu erkennen. Hier in Israel, auf dem Ahava 528, aber auch auf YouTube zu sehen. Eben darum sagt der Schweizer Eidgenosse mit seinem Behördenfreundchen, lieber 10.000 Afghanen als einmal Sean Ross,
dieser südafrikanischen Querulant, damit du dich nicht alleine fühlst. Wir für euch.